wunderbar, dass so viele zu dieser frühen Stunde gekommen sind. Das heißt, wir werden zu jeder Tages- und Nachtzeit Menschen hier haben können. Das ist großartig. Und ich denke, um die Sitzblockade zu eröffnen, machen wir vielleicht einen leiseren Schwabenstreich. Ich schlage vor, dass wir zusammen singen. Ich singe vor. Und dann schauen wir mal, ob es geht. Also keine Trillerpfeifen, sondern nur Stimmen. Es gibt dieses Lied, Heyo, leistet Widerstand gegen das Milliardengrab im Land. Schließt euch fest zusammen, schließt euch fest zusammen, man, Heyo. Also ich fahre. Heyo, leistet Widerstand gegen das Milliardengrab im Land. Schließt euch fest zusammen, schließt euch fest zusammen. Heyo, leistet Widerstand gegen das Milliardengrab im Land. Schließt euch fest zusammen, schließt euch fest zusammen. Heyo, leistet Widerstand gegen das Milliardengrab im Land. Schließt euch fest zusammen, schließt euch fest zusammen. Heyo, leistet Widerstand gegen das Milliardengrab im Land. Schließt euch fest zusammen, schließt euch fest zusammen. Heyo, leistet Widerstand gegen das Milliardengrab im Land. Kommen wir ein bisschen von der Straße weg, damit die Autos fahren können, bitte. Und wir machen eine 5-minütige Sitzblockade, mal zum Ausprobieren, wie sich das anfühlt. 5 Minuten und dann stehe ich wieder hier oben. Wir sind hier, wir sind laut, dass man nicht den Bahnhof klaut. Wir sind hier, wir sind laut, dass man nicht den Bahnhof klaut. Wir sind hier, wir sind laut, dass man nicht den Bahnhof klaut. Wir sind hier, wir sind laut, dass man nicht den Bahnhof klaut. Wir sind hier, wir sind laut, dass man nicht den Bahnhof klaut. Und jetzt hat sie noch eine kleine Gesangseinlage vorbereitet, ein schönes Lied, was sie uns singt am frühen Morgen. Wer es kennt, kann mitsingen. Ich übergebe jetzt an Sie. Doch man um ein Köpfchen kostet nur ein Tröpfchen. Alle Bäume bleiben stehen, man kann das Panorama sehen und in Quellen baden. Bahnhof kann nicht schaden. Kopfbahnhof mit Köpfchen kostet nur ein Tröpfchen. Alle Bäume bleiben stehen, man kann das Panorama sehen und in Quellen baden. Bahnhof kann nicht schaden. Hier ist das Lied. Sie hat die Noten dabei. Sie hat die Noten dabei und wird sie verteilen und dann kann man das bei Gelegenheit zusammen singen. Es ist so, dass auch die Polizei nicht weiß, ob heute irgendjemand anrückt hier mit Baufahrzeugen. Insofern haben wir gezeigt, dass wir das können. Es ist nicht so, dass Sie jetzt alle stundenlang hier bleiben sollen, sondern heben Sie noch die Energie auf für heute Abend. 18 Uhr bringen Sie so viele Leute mit, wie Sie nur können. Ich schlage vor, wir machen jetzt noch im Sitzen einen 60-sekündigen Schwabenstreich, so wie er eigentlich gehört. Die noch Zeit haben, bleiben gerne hier. Und die anderen, wir gehen nach Hause und kommen heute Abend wieder. Es wird vermutlich nichts passieren, weil so klug werden die auch sein, dass sie nicht kommen, wenn wir hier sind. Und dann machen wir heute Abend weiter. Ich werde jetzt mal eben abwärts zählen, damit das auch stimmt. Sekunde, 60 Sekunden. Also, 10, 9, 8, 7, 6, 5,
4, 3, 2, 1. Also, wer mag hier bleiben, redet miteinander. Heute Abend, 18 Uhr, sind wir alle wieder da, ich auch. Wunderbar, danke schön.